Wie beim letzten Mal versprochen, wird es heute um den Hügelkönig gehen. Allerdings zunächst noch eine Kleinigkeit. Ihr habt ja im letzten Video kurz was gesehen. Da zeige ich es euch nochmal. Ich bin gar nicht verrückt, nein. Hat nichts mit dem Video zu tun, aber der Spaß musste sein, oder? Also wie gesagt, es geht heute um den Hügelkönig. Viel Spaß. Okay, dann mal direkt mal zum Hügelkönig gehen. Wo ist denn der? Ein Moment, da kommt er. Wir sind hier. Und der Hügelkönig ist hier. Also wir müssten über Norden raus, über den Durchgang, irgendwo hierher, in dieses Gebiet und dann hier rüber gehen. Okay. Ist nicht allzu weit, deswegen. Und jetzt mit der Tür vorbeigelaufen. Weil ich bin offline auch mal ein kleines bisschen hier und dagegen rumgelaufen. Und diese Hexe, die ist irgendwo hier hinten. Der Richtung bei, was ist das hier für ein Buchstabe? Bei NO 56 rum. Ich leg die Fackeln jetzt einfach mal bei den Pfeilen mit rein. Genau, mach das. Aber da, jetzt wo du das sagst, Pfeile. Dann habe ich noch Harz und Holz. Dann kannst du hier hinten. Nee, doch nicht. Oh, dein Panda ist ganz nervös. Na, komm nicht mit rein. Ja, ich habe eine beordert, das war mein Fehler. Beordert nehme ich hier dorthin und jetzt nehmen wir erstmal hier. Oh, wo kam die Rinde hin? In der Gerberei, ne? Genau. Ah. Erstmal platziert. Ach, hier sind die ganzen Fackeln. Ich nehme mit. Ja, kannst du eine nehmen. Eisenkopf, Feuerstein. Ich nehme halt die 100 Eisenkopfpfeile mit. Mach das. Also ich habe auch 20 Wundverbände mit. Ich habe 50. 50? Ich weiß nicht, warum ich so viel habe. Also ich habe nicht diese dunkelgrünen, sondern die hellgrünen, ne? Nee, ich habe dunkelgrüne, einfache Verbände. Vielleicht habe ich mir auch selber mal welche hergestellt. Das kann sein, weil es gibt ja direkt Wundverbände, die kannst du hier aus der Alchemistenbank nehmen. Die sind noch ein bisschen stärker. Hier ist die ganz normale Werkbank. So, Faserbett. 3 Zwirn, 2 Ast, 6 Bandenfaser. Weil Bett sollte man vielleicht mal noch produzieren. Dass wir dann vor dem Hügelkönig noch was platzieren können. Komm eh bei dir raus. Nehmen wir da Tiere mit oder lassen wir die lieber hier? Also ich nehme kein Tier mit. Dann nehme ich auch keins mit. Wenn du magst mal eins mitnehmen, was man entbehren könnte. Aber das ist wahrscheinlich ruckzuck tot am Ende. Ja, Doppelbett, das will ich bauen. Klappbett, stiegisches Bett. Ja, ich will ja fasern. Doppelbett, das will ich bauen. Aber ich verbrauche erstmal meine normalen Wundverbände. Kannst du machen. So, haben wir was? Faserbett. Lässt du selber was her oder brauchst du was? Achso, Bett. Kann ich mir auch zwei herstellen, eins reicht. Also ich mache ganz normal. Ich mache ein Faserbett. Ich mache mal noch ein zweites gleich. Aber dann verschwindet unser Spawnpunkt hier, ne? Ja. Das weiß ich. Das ist mir durchaus bewusst. Ich hau den ganzen anderen Rest jetzt erstmal raus. Dein Sack wächst. Ja, lass den Sack in Ruhe. Ich habe beobachtet, wie dein Sack wächst vor dir. Okay. Kai, komm auf Tar weiter dazu. Weiter Richtung. Wir gehen jetzt einfach Richtung Norden, ne? In die Richtung. Ja, Norden. Ich glaube, hier hinten hatte ich sogar Löwen gesehen. Ich gehe einfach Richtung dir hinterher. Hier werden dann noch jede Menge Eisenstein. Und sogar Menschen. Ich muss sowieso erstmal die Pfeile noch draufziehen. Das sah aus wie daneben. Ja, ich muss doch auf den Körper schießen. Okay, runter kommen sie nicht. Der eine hat einen Pfeil im Kopf. Ohne okay. Hein.
Ah, bin ich runtergeschubst? Ja. Da wartet ihr Schweinebacken. Kommt hier halt nicht hoch, wenn die... Mhm. Weil ich auch mein Messer jetzt hier nicht... Ein Ausweg. Hier vorne geht's hoch. Hier. Hier ist ein kurzer Weg. Okay, ich komm mit. Ah, ich bin da! Komm hier! Ich kriech noch. Och Mann! Wegrollen, wegrollen, alt drücken. Dann ist bei dir anders. Nee, ist alt. Stimmt schon. Ja, du spielst doch mit deinem Dingsbums. Ja, oder? Trotzdem ist es alt. Es ging aber erst nicht, weil ich hoch und dann hat er mich direkt angegriffen. Wo bist du? Eine ganz doofe Situation. Das nehmen wir einfach mal mit. Kohle. Brauchen wir Kohle? Nee, ne? Ja, der jetzt auch, hätten jetzt auch Eisen, aber das ist alles Gewicht, was wir mitschleppen würden. Ich nehme es trotzdem erstmal mit, ich kann es immer wieder raus. Genau. Oder mach's so. Eine schöne Steppe hier, ne? Da kommt sie durchs Gestrüpp gerannt. Ich lege meine Waffe weg. Sieht so besser aus. Ich denke, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Genau. Wir sind auf einem guten Weg. Ich laufe immer einfach nur noch Richtung dir hinterher. Das ist ein einfacher Weg, ne? Jo. Manchmal zwar ziemlich herausfordernd, weil du manchmal so schnell läufst oder kletterst. Einen jungen Felsen hinauf. Nur jetzt hin. Ich bin nur den Felsen gerannt. Ich war hinter dir. So ein Doof hier an. Da ist sie mir nicht hinterher gelaufen. Sie hat es durchschaut. Ja, gesagt, sie hat mich verloren. Was haben wir denn hier vorne für eine Katze? Ist das wieder ein Tiger? Es ist ein Tiger. Ein Tiger. Der am Nashorn knabbert? Guck mal. Jo. Ja. Ganz schön. Gut gemacht, das Nashorn. Ja, da hat er ganz schön gefuttert. Da oben ist auch irgendwas. Mhm. Hier hoch. Aggressiver Bob. Den meine ich nicht. Direkt hier. Ach da, ein weißer Tiger. Drei Totenköpfe. Ist der schnell. Boah. So, mal kurz die Ausdauer wieder regenerieren. Ich heile mich kurz. Ja, mach das. Oh, hat er mich erwischt. Ausdauer weg! Mist, 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 Mist. Es ist schön, wie wir gleichzeitig in die gleiche Richtung gesprungen sind. Stirb jetzt hier, komm. Greif mich an. Genau, greif ihn an. Wobei ich auch schon ein bisschen besser ausweiche. Der weicht halt auch sehr gut aus. Haben wir jetzt hier. Tod. Aber das ist kein Kopf von dem bekommen, oder?
Nee, aber ein Dietrich. Schade. Okay, und da hat er irgendwo eine Kiste. Also hier oben war der ja. Hat gerade was getrunken. Ja, hier, gefunden. Oh. Was ist denn da drin? Ein Bogen. Oh, Ein Bogen? Legendär mit Gesundheitsschaden 23. Meiner hat nämlich noch Gesundheitsschaden 7. Wird ausgetauscht. Hab dann auch einen Bogenklammer rausgeschmissen. Kann's aber sehen, dass er irgendwann kaputt geht, aber. Schwund ist immer. So. Sehr schön. So heil ich mich. Pass auf, aggressiver Bock. Ich hab dich gewarnt. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Na, der hat dich ja umgewandt. Also bei mir saß er, als ich zur Seite gesprungen. Achso, bei mir saß er auch wie umgerannt. Achso. Deswegen, du hast dich gar nicht bewegt und dann kam auf dich zu einfach. Weil dann lagst du halt. Nee, bei mir lag ich nie. Achso, so interessant. So, ich heile mich gerade, oder? Was passiert gerade? Ich esse erstmal was. Genau, langsam geht's hoch. Essen ist eine gute Idee. Langsam kommt's dir hoch? Ich muss bald meine Ausrüstung reparieren. Also wenn wir zurück sind, müssen wir mal gucken. Ich brauche Stahl dafür. Oder Eisen. Das kann auch Leder sein bei der... Oder Leder. ...mittleren. Mal kurz gucken. Moment, geht man jetzt hier durch? Wir können jetzt hier rechts durchgehen oder ein Stück weiter links. Ich denke mal eher ein Stück weiter links. Oh, der hat das... schon ganz schön Kraft und Geschwindigkeit. Bin mal gespannt, wie der Hügel König wird. Das sollten wir auf jeden Fall nur mit vollem Leben reingehen. Habe was gegessen. Ich noch nicht. Ich könnte noch was essen. Bin noch nicht komplett satt. Aber ich denke, es wird hier ähnlich sein, dass das Leben dann damit aufgefüllt wird. Ich dachte, bis zum satt werden sollte man nicht essen. Bis zum Platzen. Im Spiel schon. Ach so. Aber wir haben es endlich geschafft, wir haben ja mal so eine weiße Katze gekillt. Das muss immer vor der weggerannt. Mein Stein gefallen. Die Natur wehrt sich. Die wirft Steine auf uns. Ich bin ein Stein. Ich auch. Ich rolle. Ach Mist. Was denn? Wir müssen zurück. Okay, warum hast du was vergessen? Haben wir das Dämonenblut mitgenommen? Du hast mir nicht gesagt, dass wir das brauchen. Ist mir gerade eingefallen, wir brauchen Dämonenblut, um dort reinzukommen. Das hast du mir nicht gesagt. Und der hat gerade kein Dämonenblut fallen lassen, oder? Hat der was? Ich habe jetzt keins gekriegt. Schade, weil oft bringt die ja Dämonenblut. Ach, Dödeltipp. Kommando zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwie ein Vieh ist, was uns jetzt den Mondblut bringt, eher gering. Oder bringt uns ein Nashorn was? Das weiß ich nicht. Ist ein dämonisches Nashorn, hat es rote Augen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Nashorn. Das ist noch ein zweites. So. Exotisches Fleisch, Horn, Knochen, Nashornhaut. Ey, rutsch nicht so weit weg. Ach, deswegen rennst du hier runter. Bei mir hängt er hier oben am Baum. Er hat aber exotisches Fleisch gebracht. Fleisch. Da kannst du wissen, dann Eisenbarren und Stahlbarren ausladen. Ne? Ja. Ja, gucken, wenn noch Eisenstein ist, dann nehme ich unterwegs noch was mit. Sieht nach Sandsturm aus. Mhm. Ja, stimmt. So, deine Maske? Davon ist der Sandsturm. Ah, da ist er. Toll. Oh, ich glaube, der zieht hier nicht lang. Schade. Aber der sieht trotzdem so toll aus. Aggressiver Bock, lass mich in Ruhe, hier ist ein Sandsturm. Ach, Mann. Du bist unbedingt Konfrontation, hä? So, bitte, da hat's...
Das ist schon was am Horizont, wenn ich denn nicht dieses Gras im Weg wäre. Jetzt sieht er drüben vorbei, ja. Ja, da zieht er bloß der Süden in der Wüstengebiet lang. Hm, hat ja auch Sinn bei so viel Sand. Unser zweites Haus ist ja an der Grenze. Keine Sorge, ihr kriegt alle auf die Fresse. Alle weg. Er hat eine halbe Kerze mit. Ja, ein bisschen Licht. Wo sind sie denn, die Leichen? Glas. Ist eine Leiche. Und das Holz. Den leer gemacht. Der Eisenbahn mitgenommen. So. Oh, Fackel wieder weg. Dreitausend? Was? Na, Clipper, fass mal. Okay, was? Was mit Level 300? Ach so. Ach so. Da gibt's Level, okay. Ja, ah, hab ich auch irgendwie gesehen, dass da irgendwas mit Level ist, aber... Oh, ich hab mich verlaufen. Wo bist denn du? Vorne? Siehst du mich springen? Ja. Ich hab mich auf den Chat geguckt. Ich habe halt leider nicht so viel Zeit. Deswegen wird es wahrscheinlich erstmal eher nicht werden, das Spiel. Ja, Phasmo ist halt dann auch für so ein Spiel, das kannst du einfach mal so zwischendurch, aber man muss halt trotzdem ein bisschen Zeit investieren, um da auch besser zu werden. Ja. Und das ist passt nicht zu den aktuellen Projekten. Nee, nicht so. Wir sind da halt eher auf Rocket League aktuell. So, Rocket League, und wenn es dann endlich da ist, 7 Days to Die. Genau. So, ich habe schon mal wieder reingestellt, dass wieder Eisenbarren produziert werden. Jetzt haben wir ein bisschen Eisenstein gehabt. So, dann ein bisschen das Zeug können wir ja hier reinlegen. Das können wir ja anschalten. Das... Exotisches Fleisch. Das ist der Panda. Bist du exotisches Fleisch? Ja. Sehr schön. Kannst auch noch das Wildfleisch mitnehmen. Ich glaube, für Donnerstag ist Rocket League angedacht wieder. Oder? Ja. Ja, Donnerstag spielen wir wieder Rocket League. Also das ist ja auf dem Server von der Streamers Universe die Anfrage. Aktuell sind wir möglicherweise bei 4 Spielern. Deswegen werden es da wohl private Runden werden. Es wird kein kompetitiv. Also ich werde vermutlich nicht mitspielen. Muss ich erstmal sehen, wie man an dem Donnerstag ist. Wenn ich mit dem Mondblut. Wir hatten den Mondblut. Hier. Liegt das viel nicht, ne? Mit 42 den Mondblut mit. So, haben wir genug. Ist 21 Uhr. Na, es ist ja, wenn es 19 Uhr losgeht, falls wir pünktlich hier schaffen. So, hast du jetzt genug Dämonenblut? Ich hab Dämonenblut eingepackt. Ich schau nochmal hier. Dämonenblut. Ah, ist Dämonenblut. Jetzt können wir nochmal loslaufen. Ich hab nicht immer Lust auf Rocket League. Ja, vor allem dort ist ein privates Spiel. Einer, der mitspielt, der ist Champ. Wenn ich richtig gesehen hab. Wenn nicht, okay, der andere ist. Sharky, viel Spaß. Vielen Dank für den Look. Ich glaube, es sind aber 2 Champs dabei. Der Blutwolf ist dabei. Damit wären wir mal zu 4 und das wird dann wahrscheinlich so 2 gegen 2 werden. Oder man macht halt 4 gegen 4 unranked. Aber dann spielt der. Ne, da wird der Inner nicht mitspielen. Der wird dann nur privat oder 2 gegen 2 spielen. Hm. Also 2 gegen 2 kompetitiv. Aber da brauche ich nicht mitspielen, weil das wäre ein bisschen verrückt. Naja, ich bin jetzt halt nicht so gut und mit den Champions bin ich dann so ein bisschen überfordert. Ja, ich habe dem bisschen zugesehen beim Streamen und das war Energy, wie er genau heißt. Das ist dann alles verrückt, deswegen bleibe ich dann bei meinem Sims und gucke euch nur zu. Genau. Und bin erstaunt, was alles geht. Und jetzt gehen wir nochmal den Weg. Weil es so schön war. Und ehrlich gesagt, weil ich das Dämonenblut vergessen habe.
Ich bin einfach gespannt, wie dieser Hügelkönig überhaupt aussieht. Das stimmt wohl. Jedes Spiel braucht Übung. Und ich habe schon Rocket League viel geübt. In welcher Season hatte ich begonnen? In der 3? Spielen wir schon so lang? Da hast du deinen Apex Predator bekommen, glaube ich. Und ich meine Hörnchen. Doch, doch, das kann sein, ja. Na gut, das ist ja auch schon eine Weile, ne? Ja, wir spielen schon lange. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Season 3 hat er aufgehört. Dachte er sich, oh nee, jetzt kommt die, ich geh. So in der Art, ne? Hattest mich als Gegner gesehen und gesagt, oh nee. Den will ich nur als Mitspieler haben. Nee, die hat 3 jetzt schon eh geschafft, aber bin ja kurz davor. Auch dank dir. Steuerung super zusammenspielt, ja, das ist gut funktioniert. Deswegen können wir auf jeden Fall mal wiederholen. Mal sehen, also am Donnerstagabend wird es dann wahrscheinlich eher private Spiele geben. Muss man dann sehen, wie das dann wird. Und die Woche drauf plane ich bisher eigentlich mal wieder ein bisschen Warzone zu spielen. Hängt dann natürlich auch davon ab, ob ich Mitspieler finde, weil allein ist das nicht so besonders. Hey, hey! Wo kommst denn du jetzt her? Lag ich plötzlich. Andere haben Tiger im Tank, ich hatte ihn auf dem Rücken. Ja, kam wirklich irgendwie aus dem Nichts, weil ich bin auch in die Richtung gelaufen. Aber wahrscheinlich hat er sich dann kurzzeitig bewegt gehabt und sich dann gesehen. Das kann sein. Ich glaube, diesen müssen wir eh mitnehmen. Er wird uns eh angreifen. Also manchmal spielen wir ja auch sonntags auch Rocket League, aber wir streamen da nicht immer. Genau. Ich weiß gar nicht, könnte man dann kompetitiv 3 gegen 3 spielen? Das ist ja ohne Rang. Weil bei 3 gegen 3 ist es ja der eigene Entscheidung. Da könntest du glaube sogar Goldrang sein. Das wäre da egal. Achso, dann. Und wenn du jetzt nicht so ernst nimmst mit meinen Art und Weise des Spielens. Dann könnten wir auch mal zu dritt spielen. Genau, dann könnten wir das auch einfach mal sonntags oder so machen. Also wir dann quasi ohne Stream, weil es seltener, dass wir sonntags streamen. Genau. Und da ist tatsächlich der Name Programm bei mir. Chaotisch. Kommt man hier vorne durch, oder? Weiß ich nicht. Ich laufe hier noch hinterher. Ja. Guck mal, hier vorne noch einen Weg haben. Weil drüber klettern ist ein bisschen hoch. Da würde der Ausdauer vorher weg sein. So, Chaos und Lost, okay. Und dann so ein ehrgeiziger Korinthenkörper. Nee, hier ist dazwischen. Grüne Wand. Und plötzlich mitten auf so einer Wiese gelandet, ne? Ja. Grüne Wand, das ist eine Wiese. Eine grüne Wand. Die Eisgebiet? Da vorne auf der anderen Seite ist ein Eisgebiet, ja. Oh. Eine Schneeflocke! Wir können ja dann auf der anderen, wir können ja schon rüber schauen auf die andere Seite, weil das ja alles Tal hier ist. Und das ist halt schon ein Eisgebiet. Genau, Chaos, Lost und Pro. Pro? Wo er nicht. So, denkt dran, hier kannst du schön tief fallen. Ihr könnt sich schön mit dem Schlitten und so runterrutschen. Guck mal, so. Ist ganz glatt. Was ist denn das hier unten für ein... Ist das ein Mensch? Testen wir mal einen Bogen. Die Gestalt hier unten weg. Ist ja gruselig. Wolf? Ja. Davon sind noch Menschen. Ui. Da kommt auch ein Mensch da vorne. Oh, der hat schon aufgehört. Okay, da könnte er noch mit dem Bogen schießen. Na du. Hab einen Wolfskopf. So. Oh, ein Wolfskopf. Hier haben wir aber schöne Sachen. Untotenbeschichtung, was ist das denn?
Verbrauchsobjekt, eine Beschichtung, die Untoten Schaden zufügt, okay. Ein gehärteter Stahlhammer. Gehärtet, okay. Ist dann aber eine stärkere Waffe dann. Einfach mal alles von der mitgenommen. So, und jetzt müssen wir irgendwie dort rüber. Geht das überhaupt? Bin nicht sicher, ob der Ausdauer reicht. Ich laufe einfach mal ein Stück, mal sehen, wie weit ich komme. Müssen wir rüber? Wir müssen darüber, ja. Hier ist ein Punkt, ne? Kann man sich hinstellen, oder? Ja, kann man stehen, sehr gut. Okay, Sharky, mach's gut. Oh, da ist was abgerutscht. Ich wünsche eine gute Nacht und mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi. Hast du mal hier runter geguckt? Schon weiter gerannt. Siehst du das Runde dort? So? Meine. Ein Stück. Stück höher gucken. Achso, das hier hinten, die ganzen Sachen. Ja, da ist doch so eine runde Hütte und sowas. Ja. Ja, da, genau. Das sind Skelettkrieger. Interessant. Alles ein bisschen mystisch hier, weil hier unten siehst du zum Beispiel auch diese Türkis. Die Gestalt. Ja. Türkis, das sind Gegner. Da vorne ist schon noch so eine Gestalt gesehen, da hinten sind noch mehr. Das sind Skelette. Das war gruselig, weil ich habe kurz weggeguckt, dann war es so, dann wieder hin und dann war es weg. So, ich kann mal. Du bist hier, gut. Hier hoch. Ach, da oben rein müssen wir? Genau, da ist es. Ist mal fast ohne Gegner hergekommen, ne? Mitternachtsblume. Ein Bett? So. Ach ja, das Bett. Komm, lass uns ein Bett herstellen. Ups, hab ich vergessen hinzulegen. War ich tot. Brauche ich das überhaupt irgendwo hinlegen? Hier auf die Ebene oder so, ne? Hier, oben hier? Das ist ein Gegner. Ah! Die sind gerade eben dort aufgetaucht. Ach so, okay. So. Vielleicht doch auf der anderen Seite? Die haben ja auch Dinge. Ne, hier kommen auch Gegner. Die tauchen auf, wenn man an hierher kommt. Okay. Achtung! Komm, stirb. Du andere, wo bist du? Du bist drüben geblieben, ne? Ein Pilz. Verbrauchsobjekt. Möglicherweise nicht essbar. Der ist giftig. Nimm schnell. Gewürzte Teilchen. Wie kann das in Krokodilhaut gewickeltes Fleisch? Why not? So, kann ich jetzt hier mal mein Bett platzieren? Ich muss es doch. Ist egal, auf welche Seite man es platziert. Ich platziere es jetzt hier. So. Gebunden an. Ist gut. Ist gebunden. Spawnpunkt aktualisiert. So, gehen wir da hoch. Es regnet. So. Hier liegt... Rücken mit E. Okay. Notiz eines Scholaren oder ist ein Scholare? Ich schreibe dir dies, Drätan, um deine Ungläubigkeit zu beenden. Ich habe die Ruinen und Steine dieser Region studiert und bin sicher, dass hier eine gewaltige Schlacht getobt hat. Ich habe Grund zu glauben, dass ich die Grabkammer eines der damaligen Heerführer entdeckt habe. Leider ist sie mit irgendeinem Mechanismus verschlossen und ich habe keine Ahnung, wie ich sie öffnen könnte. Ich habe die Rune an der Tür wie folgt übersetzt. Blut, um zu versiegeln, was verboten ist. Was ist verboten? Ich fange nochmal an. Blut, um zu versiegeln, was ist verboten. Blut,
um zu wärmen die kalten Toten. Blut, das besiegelt den letzten Pakt. Blut, das sickert durch Fels und Nacht. Bevor du fragst, ja, ich habe es mit meinem Blut versucht, aber die Tür geht einfach nicht auf. Vielleicht unterscheidet sich das, was dort drin begraben ist, zu stark von uns und es funktioniert deshalb nicht. Das war wahrscheinlich der Hinweis auf dem Mohrenblut. Ich hab noch Pfeile. Ich hab's geöffnet. Ja, hab ich gesehen. Geh mal rein. Bin mir der Sache nicht so ganz sicher. Ich auch nicht. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, ich sehe ihn. Ja, es kann ja auch sein, dass jemand anders ist. Moin, bist du der? Ich hab da mal eine Frage. Du, ich muss mal nach dem Weg fragen. Wo geht's denn da lang? Wie kommt man zu dir? Kann ich anvisieren. Da finde ich so ein Bild rum. Wo ist der Gruß? Aber der will nicht schnell leben. Tatsache. Das ist... Das ist jetzt erstaunlich. Das ist ein Trick. Da kommt noch was. Da kommt doch nee. Nicht. Okay. Ich schlage es immer so. Ich schlage einmal zu. Ich habe die ja dem der König Riesenkönige bekommen. Dämonenblut. Dämonenblut. Ich nehme der Spitzhacke, nehme ich, ne? Also nimm mit irgendwelchen anderen Dingen. Dicke Haut. Also hast du nichts bekommen? Nein. Okay. Und das war jetzt ja die ganze Aufregung gar nicht wert. Nee, irgendwie nicht. Bin tief enttäuscht. Hochlandbären. Und was sollte das jetzt hier drin sein? Soll das alles sein? Sag mal hier noch. Drücke E, um zu interagieren. Du hast neues Wissen erworben. Bezwinger des Königs der Tiefe. Wo bist denn du? Ich hab die Fackel nicht mehr hier, oder? Hier bin ich. Ach da. Auch interagieren. Naja. Okay. Für die ganze Aufregung. Auf jeden Fall müssen wir nochmal später hier rein, weil dann brauchst du, damit du das Diadem noch kriegst. Ich hab's sowas einmal gekriegt, ne? Ja. Naja. Aber ich hab da noch was für dich. Können wir erstmal rausgehen? Ja, komm mal. Tor ist zu. Schon gewundert, warum geht's denn hier nicht weiter? Ja, weil hier das Tor ist. So, wieder draußen. Was hat sie für mich? Was wird es sein? Pfeile, von denen sie vorhin gesprochen hat? Ach, die auch. Pass auf, hier. Das... gekochtes Schweinegericht. Ein Festmahl. Steht drunter. Hat so ein Skelett fallen lassen. Okay, gekochtes Schweinegericht. Mhm. Essen, Festmahl. Läuft ab in 5 Stunden. Ich benutze es, glaube ich. Ich esse es jetzt direkt. Yum, yum. Ah, dann nehme ich 3 Stück fallen lassen. Das haben wir weg, das haben wir weg. Absinth. Das haben wir weg. Kannst du saufen? Komm mal her, hier. Bist du noch da? Steh direkt neben dir. Guck mal, hier hast du auch mal einen Absinth. Prost. Uiuiui. Ich Absinth. Bin angeheitert. Trinken, okay, benutzen. Ist es wieder zu? Kann man es nochmal aufmachen? Oh, jetzt greifen wir den besoffen an. Da wurden wir uns mal um zwei dort stehen. Bist du wieder da? Bist du wieder da? Verfällst du jetzt wieder im französischen Akzent, weil du besoffen bist? Bist du wieder da? Nein, das ist wieder da. Das ist immer noch doof. Okay, geh mal wieder raus. Aber wir frieren noch nicht mehr. Nein. Warum machst du die Fackel jetzt an? Damit ich dich wieder aus. Damit ich dich besser sehen kann. Ach so. Ich habe aber was zum Anziehen gefunden. Und wieder auf.
Die Türen vom Bus gehen auf und zu, auf und zu. Hier wird nicht gesungen. Auf und zu. Es könnte Copyright-Probleme geben. So. Na komm, du. So, was hat der schon Schönes? Was Besonderes? Ich hab Kristall und Glas. Kann ich das Bett jetzt wieder mitnehmen? Ich glaube, das können wir da mitnehmen. Zurück ins Inventar, so. Können wir jetzt wieder zurückgehen? Können wir erst wieder zur Hütte gehen, genau. Was ist das hier? Weißt du, wenn das so da wär's? Hier Eisen. Ist auch Eisen. Achso. Das ist Eisenstein. Scheinen Gegner zu kommen. Ah, der kümmert sich um mich, nicht um dich. So, dass wir wissen, ob wir ein bisschen Eisenstein mitgenommen haben. Ich muss meine Rüstung bald reparieren. Aber mal gucken, vielleicht ziehe ich auch was anderes an. Ich habe ja hier was Neues gefunden. Was ist denn da? Guck mal. Wo bist du denn? Da bist du. Ui. Das hat... Ausdauer plus 5, Rüstungswert 18. Okay, meins hat Rüstungswert 140. Ja. Plus 20. Okay, das Thema hat sich schon geklärt. Gehen wir jetzt wieder hier oben lang, wollen wir wieder versuchen, darüber zu klettern. Ich hab dich schon wieder aus dem Blickfeld verloren. Ach, da. Aus der Richtung sind wir ja gekommen. Müssen wir diesmal... Ach, der Wolf steht direkt bei denen mit. Ja, der steht mit bei denen. Das waren Gegner von denen. Ach so. Trinken erstmal einen Schluck. Ach, bleib doch plötzlich stehen. Das ist viel nicht schon tot, so wie es da steht. Oh, jetzt. Oh Mann, jetzt fällt er noch runter. Ah, ich habe ja einen Kopf. Tschüss, Wolf. Nein, nein, nein. Oh. Ganz elegant bis rüber gerutscht. Ein Langschwert. Dürfte Zweihand sein. Was hast du? Stahlaxt? Nimm es einfach mal mit. Zur Not kann man es ja zerlegen. Genau. So, wieder zurück zur Basis. Irgendwie. An der neuen Festung baue ich dann später weiter. Genau. Jetzt im Moment fällt mir gar nicht ein, was wir da noch oben drauf setzen. Ich möchte unbedingt noch was oben drauf setzen, was Schönes. Mal gucken, was da wird. Also du meinst auf deine Brücke genau, dort ringsrum? Genau, ringsrum. Sonst jetzt wirkt es ehrlich gesagt ein bisschen mickrig. Im Gegensatz zu dem, was da in der Mitte steht. So, warte mal. Ich habe gerade noch eine Blume gepflückt. Wo bist denn du? Du bist nach oben gelaufen, ach so. Ach so, du bist nach unten gelaufen. Ja. Ich seh dich nicht. Ach da. Ich hätte dort noch eine Blume gesehen. Ah, diese Blume. Der musste ich unbedingt schnuppern. Eine Mitternachtsblume. Na, erst wieder der Außenwall. den wir irgendwie mal bezwingen müssen. Jetzt gehen wir die ganze Steppe wieder zurück. Überlegen, musst du ja dem hinlegen. Besten Fall nicht in ein Tier. Nee, legst ihn erstmal in so eine Kiste. Besten. Aber wir machen noch eine Kiste und stellen die auf der anderen Seite von der Wand. Genau, das war wirklich schnell sein. Und dort diese Items reinlegen, weil das sind besondere Items, mit denen, wie ich gelesen habe, kann man diese Welt hier verlassen.
Da kann man ja eine besondere Kiste dann mit ins Schlafzimmer stellen oder sowas. In der neuen Festung. Dass wir da direkt für Besonderheiten. Oder ich glaube, man kann sogar einen Schrank bauen oder so. Das kann sein. Könnte man es auch in den Schrank legen. Einen Kleiderschrank und einen Besonderheitenschrank. Ich glaube, den kann ich nicht bauen, ne? Ein Schrank? Macht man das nicht an der Werkbank eines Handwerkers? Ach stimmt, man muss es dort irgendwo... Da macht man auch das Doppelbett. Stimmt, das muss man ja. Bist richtig, du läufst nicht mehr vor mir. Ich bin kurz stehen geblieben. Der ging ja voll daneben. Ja. Was bewegt er sich auch noch? Treffe ich euch doch nicht. Und dann bleibt er stehen. Och, lass mich doch in Ruhe. Bin zu blöd. Weißt du was? Ich sollte falsche Taste, weißt du was? So. Musst du Bock aber auch dran glauben. Hast du Bock? Buff. Das war nichts. Ebenso. Da geht's runter. Ach, gerade uns abgefangen. Das war aber knapp. Ich hab gedacht, das reicht, aber war dann doch nicht ganz so. Was springst du so? Es ist fröhlich. Jetzt ist es tot. Ja. Die grüne Wand. Mhm. Ach, der geht direkt mit dem... Auch rechts von dem Stein kommen wir nicht vorbei. Nee. Gehen wir vielleicht schon, aber... Die Frage, wie lange können wir dort laufen, ne? Ja. Und jump. Das war nichts. Nicht mal das klappt noch. Hier vorne ist ein Löwe. Löwenjunge. War noch kein Tierfächer, ist mir egal. Hauptsache mal die Jungen erstmal, ne? Sogar mit einem Totenkopf. Oh Mist. Weg zu dir. Und ich beeile mich. Ich versprech's. Warum? Aber ich schleppe hüben und drüben ein Jungtier. Ich bin komplett überladen. Hast du einen Tiger, einen Löwenkopf? Warte mal. Hast du noch Platz? Nicht viel. Hier ist ein Löwenjunges. Kannst du das noch mitnehmen? Sehen, wie viel das wiegt. Ich kann noch rennen. Gut. Gut. Also ich bin so randvoll, aber wir haben zwei Löwenjungen. Also mal gucken, der Tierpferd wird wahrscheinlich eh nicht mit dort reinkommen, sondern draußen platziert werden. Sehr wahrscheinlich. Wird ja ein bisschen atmen können, ne? Und weil da noch kein Platz ist. Das ist unsere Dunkelkammer. So, ich glaube, man kann an den Menschen vorbei. Warte, dass du auch da bist. Ne, dass die dich plötzlich angreifen und ich bin schon unten. Wäre ja wieder typisch. Stimmt wohl. Ich glaube 4 Stunden. Ne, jetzt. Wie viele Stunden? Ach ne, 80 Stunden hat so ein Tier Haltbarkeit. Ja, ist aber. Ja, können wir mal gucken, wie wir das draußen platzieren und dann kann man ja demnächst auch so ein Tierpferd setzen. Spielzeit ist das ja, ne? Ja. Denke ich mal. Ansonsten findet man ja wieder welche. Genau. Wir sind wieder da. Unsere hier vorne. Ja, wir sind okay. Wieder da. So, das hier ist die Werkbank. Da kann man schöne Sachen bauen, habe ich schon geguckt. Ach, hier haben wir auch das Wandschild. Man braucht eine andere Werkbank wahrscheinlich, ne? Oder kann ich jetzt einfach nicht bauen? Ich lege jetzt einfach mal diesen. Ich lege jetzt das Löwenjunge erstmal in die Werkbank. So, Rüstungsmacher. Zimmermann. Oh,
Basis, Belagerungsfundament. Dekorativer Balken. Die Stahlaxt, willst du die haben? Nee, ne? Die kann man zerlegen. Also zerlegen, ja. Und das Langschwert auch, oder? Also zerlegen. Also mit dem Schrank, hoppa, das weiß ich auch nicht so. Guck mal. Wo bist denn du? Große Truhe, Geschirrschrank, Möbelstück mit Regalbrettern. Guck mal. Werkbank eines Handwerkers. Guck mal. Ja, ich mach's aber auf mit Tasten zu drücken. Ist ein Diadem oder sowas? Ohrringe. Ach, Ohrringe. Und deswegen hast du keinen Helm mehr auf. Ja. Schützen die auch? Die haben Rüstungswert 10. Geschirrschrank. 7 Eisenverstärkung, 40 Holz. Das ist faszinierend. Meine Maske hat Rüstungswert 6. Und die Ohrringe 10. Die sind so spitz, da kann ich Gegner mit aufspießen. Ein Verbrauchs... Der Trank des Tierinstinktes, ein Trank, der Attribute zurücksetzt. Ach so. Okay. Dann leg das mal hier so rein. Ein bisschen was loswerden. Dann das hier weg. Ich weiß gar nicht, hier ist ein verbesserter Aufsatz für stumpfe Waffen. Ein stumpfer Aufsatz, der an nahezu jede Waffe angebracht werden kann, um den Erschütterungsschaden zu erhöhen. Eisen, Eisenstein, so, und ich muss jetzt mal kurz das hier rüberlegen. So, ich glaube, so war das. Und jetzt mal so trinken drin. Jetzt muss man was nachschütten. Nicht, dass ich hier verdurste. Schwefel, wo kam das hin? Das ist noch dicke Haut. Tschüss. Ja. Hier unten habe ich ja noch viel mehr Fackeln, ey. Gar nicht gesehen, dass ich so viel Fackeln mit mir rumschleppe. Oh, ist voll. Ja, hier war sogar Eisenverstärkung, okay. Hier haben wir noch Holz. Ne, Holz ist hier mit drin. Holz. Jetzt gehen wir hierher. Das. Und das. So, ich stelle mal so einen Schrank her. Okay. Geschirrschrank. Ich weiß, ob das geht. Die Eisenverstärkung legen wir wieder hier rein. Wo lege ich jetzt das Dämonenblut hin? Da schlägt es einfach hier rein. Ist mir egal. Aber den Schrank stelle ich kleines neue Gebäude. Ihr macht das. Boah, es leuchtet geil. Was leuchtet geil? Hier unten? Ist die Dunkelheit jetzt? Toll, ne? Wir müssen oben noch, also auf der, vielleicht auf der, an der Treppe ein bisschen fackeln oder keine ja. Ahnung. Ja. Ich hätte auch nicht mehr so viel Vor allem Eisen. Jetzt hier das Licht und das Wasser, wie das reflektiert. Hm, das stimmt. So, die Hyäne ist bestimmt noch hier drin. Hallo Hyäne. Hier drin ist dunkel, deswegen werde ich das mal kurz Licht anmachen, weil ich muss mir überlegen, wo stellen wir meinen Schrank hin. Also hier unten ist ja der Pool. Das sieht doch schön aus. Einfach hier unten Pool hingesetzt. Aber vielleicht sollte ich hier doch noch ich muss ja treppentechnisch wahrscheinlich doch noch ein bisschen runterbauen. Dass es ganz mal richtig tief reinlaufen kann. Aber das ist Feinheit. Ich denke mal, das Bett machen wir direkt über dem Pool dann, die Ebene. Komm, machen. Mit Loch, da können wir gleich vom Bett aus in den Pool fallen. Das läuft mal wieder. Ich glaube, ich habe den Schrank in der Werkbank vergessen. Ach Mann. Ich sehe den Schrank hier nicht. Nee, ich habe den in der Werkbank vergessen. Du, da ist noch ein Geschirrschrank in der Werkbank. Ey. Wo kommt der denn her? Hast du gerade die Bank getreten?
falsche Richtung. Toll, dreh dich die Bank. Scheiße, warum hast du mir das nicht mitgegeben? Ja, du bist schuld, Rums. Aber wie das kam, angepasst mit dagegen treten. So eine Scheiße. Ich stürze mir da. Hier oben geht's schon zum Pool, ne? Ja, ist schon doch Pool. Jetzt, oder? Normal. Geschirrschrank. Schön in die Ecke gestellt. Diagonal. Ja, ich habe ja auch kein Zeug jetzt mit. Für so, hab's Diadem da reingelegt. Mir ist eine Idee gekommen. Das nächste Mal mache ich das dann. Ich komme erstmal wieder hoch. Das Bett könnte man noch. Kann man das Bett eigentlich abbauen und dann direkt darüber stellen? Man kann ja gleich ein Doppelbett bauen. Aber das wird, glaube ich, nicht für beide funktionieren, ne? Das weiß ich nicht. Ansonsten ist es ja egal, dann schlafen wir halt nochmal in der alten Hütte. Ich kann da viele Betten hinsetzen. Was hast du vor? Ich hätte die Betten einfach rübergeschleppt. Ach, dann ist es ja einfach bloß so als Respawn-Punkt und das andere ist für die Deko, ne? Genau. Genau. Wie sieht mein Inventar aus? Fackel ziehen wir mal hier runter, dass ich nicht versehentlich irgendwas anderes da reinkriege. Dann habe ich noch Pfeile, die werde ich erstmal noch los. Ist schon hier reingerannt. Ja. Von wegen, wie werden Pfeile los? Hat keine Pfeile mehr los. Platz mehr für Pfeile. Die Äste. Fleisch. Stein. Dämonenblut war irgendwo hier vorne mit. Legen wir das Dämonenblut hier vorne rein. Die Betten behalten wir. Ist das eigentlich das Frühstandpunkt automatisch wieder aktiv? Ja, ist gebunden. Okay. Es ist gebunden. Völlig erschöpft vom Umzug, vom Kampf, vom Bau. Ins Bett gefallen. Ich habe mich auch gut hingelegt. Das stimmt. Da legt man nun beide da. Wie im echten Leben weit auseinander, weil wir jede Menge Platz brauchen zum Schlafen, ist unglaublich. Und jetzt warten wir auf den nächsten Tag. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Wir waren etwas enttäuscht von diesem Hügelkönig. Der war schneller platt als gedacht. Da hatten wir mehr zu kämpfen mit diesen Weltbossen mit den drei Totenköpfen, also. Aber gut, vielleicht soll das so sein. Der erste ist erledigt. Und wie es beim nächsten Mal weitergehen wird, das erfahrt ihr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst noch ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielleicht zeige ich euch nochmal die Eule. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.